Evar Barsch und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer und Zuschauer. Willkommen zu einer weiteren Sendung von Jeddah Focus hier auf Jeddah TV. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu unserer Sendung heute, die wir gerne mit euch teilen möchten. Wir werden ein sehr, sehr wichtiges Thema heute ansprechen. Jedoch ist das nicht das einzige Thema, was uns beschäftigt. Viele von Ihnen, von euch haben es mitbekommen. Heute sind unter anderem auch die Entscheidungen gefallen im sogenannten Kobane-Prozess. Dieser Schauprozess, der vor allem dafür genutzt wurde, um wichtige Politikerinnen und Politiker, wichtige Persönlichkeiten, die sich gerade in Nordkurdistan, in der Türkei für Frieden, Freiheit und Demokratie einsetzen, um sie halt im wahrsten Sinne des Wortes mundtot zu bekommen, hat man diesen Prozess genutzt, um viele dieser Menschen, die sich dafür einsetzen, viele hohe Gefängnisstrafen damit zu verbinden. Das Urteil ist natürlich, war auch vielen klar, dass die Politikerinnen und Politiker, die ausschlaggebend dafür waren oder sind, die sich für die Demokratisierung der gesamten Türkei einsetzen und auch für den Friedensprozess einsetzen, dass diese zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Dieser Schauprozess diente natürlich für die Türkei oder den türkischen Staat und auch der AKP, MHP-Regierung dafür, diese Menschen in die Gefängnisse zu bringen bzw. weiterhin in den Gefängnissen zu lassen. Wir werden uns auch weiterhin mit diesem Thema natürlich auseinandersetzen, vor allem, dass die internationale Staatengemeinschaft, die ja immer wieder auch die HDP, das Projekt der HDP begrüßt hat, jedoch während dieser schweren Phase in keiner Weise an der Seite der HDP bzw. der Partei stand, dass diese Menschen oder diese Persönlichkeiten, diese Politikerinnen und Politiker leider in dieser Zeit keine Solidarität genossen haben und auch die Türkei in keiner Weise bezüglich ihrer Rechtsstaatlichkeit in Anführungsstrichen dafür gemahnt wurde, dass sie halt gewisse Schauprozesse durchführt mit irgendwelchen, irgendwelchen Zeugen, die geheim bleiben. Das ist ein Thema, womit wir uns in den nächsten Wochen auch auseinandersetzen werden. Aber heute werden wir uns mit einem sehr, sehr wichtigen Thema auseinandersetzen, weil es immer wieder allgegenwärtig ist und weil es auch immer akuter denn je ist. Denn die Gefahr, dass die Region im Irak, vor allem die Region um Mahmud und um Schengal, immer wieder extrem bedroht ist und noch bedrohter ist denn je, weil es in den letzten Wochen sehr viele Begegnungen gab zwischen den verschiedenen Staaten, die vor allem möchten, dass die Region destabilisiert wird, führt dazu, dass wir heute dieses Gespräch führen werden. Und für euch haben wir eingeladen, auf der einen Seite die Nahostkennerin, die Irakkennerin, die außenpolitische Sprecherin des KNK, Nilüfer Kulsch, und den Politologen, den jesidischen Politiker Ali Atalan. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Genau, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir werden uns heute vor allem mit dem Thema Irak, Schengal, Mahmud auseinandersetzen, aber vor allem auch Schengal, weil in den letzten Wochen und vor allem auch in den letzten Tagen immer wieder Schengal für viele, vielleicht für die Masse an sich oder sag ich mal für die internationale Staatengemeinschaft an sich nicht so gerade auf der Tagesordnung steht, aber gerade für die Türkei, für den Irak und auch für die USA auf der Tagesordnung steht, weil vor allem oder auch unter anderem das sogenannte Schengal-Abkommen mit aller Mitteln durchgesetzt werden soll. Wir möchten gerne beginnen mit Nilüfer Kulsch. Vielleicht kannst du uns kurz mitteilen, was passiert gerade im Irak. Wir haben in den letzten Tagen viel gelesen über die neue Kriegspolitik oder die neuen Kriegsabsichten des türkischen Staates, die auch in den letzten Tagen viel, also die Vertreter des türkischen Staates, die in den letzten Tagen und Wochen sehr viel rumgereist sind, um auch grünes Licht zu bekommen, um halt auch Schengal anzugreifen. Wie kannst du unseren Zuschauern da auf den aktuellen Stand bringen? Ja, danke, Yilmaz. Ich freue mich immer wieder, bei dir in der Sendung zu sein. Ich denke, die Entscheidung im heutigen Kobane-Prozess lässt unsere Befürchtungen bestätigen, dass die Türkei sich für einen größeren Krieg vorbereitet. Die Entscheidung im Kobane-Prozess ist eigentlich eine Kriegserklärung an die Kurden, an alle Menschen, die sich für die Freiheit einsetzen und für Frieden einsetzen. So mit der Entscheidung des Prozesses wurde ein Punkt gelegt. So, das heißt,
unsere Befürchtung, dass wir seit mehreren Wochen eigentlich darüber reden, dass die Türkei jetzt für eine große militärische Offensive in Südkurdistan, also Nordirak, sich vorbereitet, ist mit diesem Prozess nochmal bestätigt worden. Und zwar geht es diesmal darum, diese ehemalige Provinz Mosul einzunehmen. So, das ist der Traum von Erdogan. Diesmal mit einem neuen Argument. Und zwar das Argument, ja, die Türkei und der Irak sind historische Brüder, was so gar nicht stimmt, weil auf irakischer Seite heißt es immer, ja, hallo, wir haben nicht vergessen, was ihr während des osmanischen Kolonialismus mit uns gemacht habt. So Iran, durch die Erpressungspolitik an Irak, hat die Türkei diese ganzen Gespräche zwischen Bagdad und Ankara mal hergestellt. Und zwar geht es jetzt darum, so einen Kompromiss zu finden für diese sogenannte Freundschaft. Ja, wir brauchen beide wirtschaftlichen Aufschwung in einer labilen Region. Und deswegen hat die Türkei oder der Erdogan nochmal diese Entwicklungsstraße, das sie auf Englisch Turkey-Iraq Development Road benennen. Und das soll von Basra anfangen bis nach Ovaköy, nach Bakur, Kurdistan, über Cizre. Und im Irak läuft das gerade in den Gebieten, dass die heute noch politisch als umstrittene Gebiete im Irak gelten. Das heißt, sie unterstehen, obwohl das kurdische Gebiete sind, unterstehen sie der Zentralregierung in Bagdad. Und eines dieser großen Provinzen, wozu Schengal und Mahmud gehören, ist nach der irakischen Verwaltungsinstanz, ist das die Region Mosul. So, und diese Straße, die führt direkt dann quer durch dieses Gebiet und dann sagen sie, ja, wir brauchen ausländische Investoren und diese Investoren sagen ja, okay, wir können das machen, aber dieses Gebiet ist nicht stabil, es kann jederzeit immer zu Problemen kommen, deswegen müsst ihr diese ganzen Konflikte in der Region in irgendeiner Form lösen. So, das ist so die Argumentationsbasis für das ausländische Kapital. Und Erdogan sagt, gut, ich werde dann, wie er sagt, dieses Gebiet hat er jetzt in seiner Rede am 4. März als Terroristan bezeichnet, also das Land der Terroristen sozusagen. Und ja, ich werde dieses Terroristan von der Wurzel packen und dann eliminieren, so hat er das wortwörtlich gesagt, am 4. März auf seiner Pressekonferenz. Ja, und dieses Terroristan umfasst gerade auch Mahmud und Schengal, weil für Erdogan sind das die Zentren, die sozusagen auch ein Beispiel neuer Demokratie darlegen. Und das ist ja ein Hindernis und versucht auch den Irak gerade dazu zu überzeugen. So, und jetzt, wenn man fragt, warum jetzt so ein Prozess, der Krieg ist ja nichts Neues, seit 50 Jahren oder seit 40 Jahren führt die Türkei Krieg, ja. Ich würde sagen, was die Befürchtung noch mehr verstärkt ist die Tatsache, dass Erdogan am 31. März bei den Kommunalwahlen, ich würde sagen, die größte Niederlage in seiner 22-jährigen Macht erfahren hat. Wir haben der türkischen Opposition geholfen, dass sie die größeren Städte bekommen, wie Izmir, Ankara, Istanbul. Und ihr wisst, Istanbul war für Erdogan mal so eine wichtige Stadt, weil da hat seine politische Karriere begonnen und außerdem war es die Hauptstadt vom Islam sozusagen, und da er der neue Kalif ist, wollte er Istanbul unbedingt haben, und wir haben ihm diesen Traum nicht verwirklichen lassen, sondern wir haben Istanbul durch die kurdische Stimme nicht an ihn, sondern an die türkische Opposition gegeben. So jetzt muss er irgendwie, um seine Macht beizubehalten, weil die ist jetzt im Bröckel, sie bröckelt gerade. Denn er hat nicht nur diese großen Städte, sondern wir haben in Kurdistan alle Gemeinden zurückbekommen, die er, fast alle Gemeinden, trotz seiner ganzen Manipulationen und trotzdem, dass er die ganze staatliche Gewalt gegen uns da instrumentalisiert hat, zurückbekommen. Und auch er ist jetzt in der Minderheit sozusagen politisch. Normalerweise müsste er eigentlich jetzt sagen, ich habe verloren und wir gehen jetzt in die Frühwahlen. So, die Türkei müsste eigentlich jetzt nach der Niederlage der Regierung in die Frühwahlen gehen, genauso wie das jetzt vor kurzem in Großbritannien der Fall war, wo bei den Lokalwahlen die Labour Party gewonnen hat und die Tories eine herbe Niederlage hatten. Und jetzt wird in Großbritannien darüber debattiert, ja, jetzt müssen wir in die Frühwahlen rein. Das müsste eigentlich in der Türkei auch der Fall sein, aber Erdogan denkt gar nicht daran.
Was macht er? Er sagt, gut, ich habe nochmal eine Chance. Ich werde in der Türkei die nationalistisch-faschistischen Kräfte nochmal überzeugen, dass wir noch immer die Macht haben. Und wie möchte er seine Macht behaupten, indem er wieder mal die Kurden zum Opfer wählt? Sein Traum der großen Türkei, wie das in diesem türkischen Nationalpakt geschrieben worden ist, was Misaki Milli immer genannt wird. Und in diesem Misaki Milli sind zwei wichtige strategische Punkte. Das ist einmal Mosul, die Region, ehemalige Provinz Mosul, und dann Kirkuk, so in Südkurdistan. Deswegen wird dieser Krieg gerade dort sein. Und im Zentrum, im Herzen dieser Mosul-Region ist Schengal, aus geostrategisch-geomilitärischen Gründen ist Schengal für sie wichtig. Und das war ja auch der Grund, warum 2014 für Großmachtambitionen der Türkei durch die Einsetzung des IS die Jesiden nochmal einen Genozid erfahren haben. Und momentan ist es so, dass das politische Gleichgewicht nochmal jetzt durch Erdogans Intervention, durch diesen regen diplomatischen Verkehr zwischen Bagdad und Ankara, jetzt versucht, mehrere Steine in Rollen zu bringen. Das kann natürlich große Gefahren mit sich bringen, weil gerade auch Vorbereitungen um Schengal herum, also in Bashira, in Tel Afar, also diese ganzen Gegenden, die vorher zum Teil auch Stützpunkte der IS waren, dass dort wieder nochmal mobilisiert wird. Und für die ist es egal, wer da lebt. Es ist ohnehin leider eine Tatsache des Krieges von diesem Jahrhundert. Wir sehen das gerade auch an Gaza, wo ungefähr mehr als 30.000 Menschen umgebracht worden sind und dass Israel immer weiter expandiert, jetzt nach Rafah. Und wir verfolgen das und keiner kümmert sich darum, obwohl Menschen auf die Straßen gehen. Es ist eine Tatsache, dass heutzutage man gegenüber Genozide gleich als Beobachter dasteht. So. Im Falle Schengal und Kurden würde ich sagen, wird das nicht der Fall sein, weil die Kurden organisiert sind und Schengal auch. Gerade nach 2014 eine eigenständige Verteidigungseinheit hat, Volksräte, Frauenräte, Jugendräte, also schon bestens ausgerüstet ist. Aber angesichts der Tatsache, dass Erdogan unter immensem Druck steht, ist die Gefahr seiner Angriffe, auch, die werden in einer brutalen Form stattfinden, weil er ist wirklich unter Druck. Wirtschaftlich hat er nichts mehr zu bieten im Land, und politisch hat er nichts mehr zu behaupten in dem Land. Er muss irgendwo wieder seine Macht demonstrieren können und das will er jetzt über diese Provinz Mosul, vor allem Schengal, machen. Weil er das Projekt von 2014 über die IS nicht vervollständigen konnte, will er das jetzt nochmal durchsetzen. Deswegen ist es jedem von uns, ob wir Jesiden sind oder nicht, es ist die Pflicht eines jeden, dagegen zu stehen und sich dagegen zu organisieren und zu mobilisieren. Weil ich denke, Erdogan sieht auch, dass Israel trotz der ganzen Proteste immer mehr seine Politik gegenüber Palästinenser, menschenrechtsverachtende Kriegspolitik gegen Palästinenser fortgesetzt hat. Und Erdogan sagt, ja, wenn er das kann, kann ich das ja auch. So, das ist jetzt das moderne Beispiel, was die Staaten für sich in Anspruch nehmen. Wenn der eine das kann, warum soll ich das nicht tun? Und ich denke, der Prozess in Kobane ist auch ein Racheakt gegen den erfolgreichen Kampf von den Jesiden und Jesidinnen 2014 gegen die IS. Das Konzept ist damals nicht aufgegangen. Heute, nach 10 Jahren, gibt es neue Konstellationen. Wir haben neue politische Entwicklungen und der nimmt diese zum Anlass, um nochmal ins Rennen zu gehen und einen neuen Krieg zu starten mit dem Vorwurf PKK. Aber in diesem Gebiet gibt es keine PKK, weder in Mahmud noch in Schengal, das hat die PKK selbst deklariert. Insofern ist seine Absicht halt doch, dieses Gebiet menschenleer zu machen und das bedeutet, Menschen zu ermorden. Die Einführung mit den wichtigen Informationen, mit den Details, um einfach auch zu verstehen, was da gerade läuft, dass das Ganze, was da passiert, auf der einen Seite natürlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, aber natürlich auch, dass der Kapitalismus sich da extrem ausbreiten möchte und verfestigen möchte und vor allem das Kapital aus dem Ausland sagt, schafft Sicherheit bzw. schafft da Stabilität. Und wir kommen da mit unserem Kapital. Die nächste Frage geht an Ali Atalan. Als jesidischer Politiker
der ja auch ja, maßgeblich bei den ganzen Verbänden mit aktiv ist, immer wieder versucht, dort auf Schengal hinzuweisen. Vor kurzem gab es einen offenen Brief verschiedener jesidischer Verbände. Herr Ali Atalan, kannst du uns kurz nochmal abholen in dem Moment? Was stand da drin? Was ist für die Verbände wichtig? Was befürchten die jesidischen Verbände? Ja, ich konnte leider die Nürnfer nicht verstehen. Es ist ein technisches Problem. Ich hoffe, dass das vielleicht die Freunde oder Mitarbeiter dieses Problem beheben können. Also den Brief, den offenen Brief an verschiedene Regierungen oder Institutionen auf internationaler Ebene habe ich auch gelesen. Natürlich mit berechtigten Forderungen und auch berechtigte Sorge um Schengal, so dass nicht nur die Organisation, sondern auch die Mehrheit der Bevölkerung die Sorge trägt und Angst hat, dass die Türkei insbesondere, aber auch andere paramilitärische Kräfte aus dem Irak in das Siedlungsgebiet der Jesiden also eindringen und mit einer Invasion, mit einer Annexion dort versuchen, die Strukturen, die mit großer Mühe in den letzten 10 Jahren aufgebaut worden sind, dass die auch zerstört werden. Also wir dürfen nicht vergessen, dass der Völkermord dieses Jahr im August zum 10. jähren wird. Und die Folgen dieses Völkermords gehen leider weiter mit verheerenden Dimensionen. Also über die Hälfte der Jesiden sind aus dem Irak ausgewandert. Andere bemühen sich auch ins Ausland auszuwandern. Also das bedeutet, dass das Ziel des IS, was er vorhatte, komplett die Jesiden aus deren angestammten Heimat oder Siedlungsgebieten zu vertreiben. Und das wird dem IS somit auch gelingen, sofern alle Jesiden aus ihrer Heimat auswandern müssen. Und das wird auch vollzogen werden, dieser Prozess, Auswanderungsprozess, wenn die Türkei das wahrmacht, beziehungsweise ernsthaft Schengal angreift oder annektiert, auch über Bodentruppen. Sie greift ständig mittels Drohnen und andere Luftangriffsmöglichkeiten und tötet, ermordet gezielt die führenden Köpfe der Jesiden dort, die den IS besiegt haben, die den IS bekämpft haben und gegen IS sozusagen in den letzten Jahren nach dem Völkermord also richtig gekämpft haben. Und wenn die nicht wären, wäre der IS immer noch in Schengal. Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen kommt man nicht umhin, daraus zu schließen, dass die Türkei oder kommt uns jedenfalls so vor, dass die Türkei wirklich eine Racheaktion durchführt oder die Regierung, besser gesagt, von Erdogan und Bahçeli, um ihr totalitäres Regime zu stabilisieren und konsolidieren
und ihre Verbündete in der Region wieder zu positionieren. Man darf nicht vergessen, dass um Shingal herum waren die IS-Kämpfer und die stammen aus diesem Gebiet und auch die Sympathisanten mit ihren Familien sind mit großer Mehrheit in die Türkei ausgewandert. Die leben in der Türkei und deren Ziel ist es, dass die Jesiden dort geschwächt werden, am besten alle vertrieben sind, sodass sie dann wieder zurückkehren können, ohne in den Jesiden wieder in Berührung kommen zu müssen. Also das ist, das natürlich hängt mit einer Gesamtstrategie von Erdogan zusammen, beziehungsweise politisch-islamistischen Bewegung inklusive Erdogan, dass sie nahen Mittleren Osten komplett von den Minderheiten wie die Jesiden, aber auch oppositionelle Kräfte wie die der kurdischen Freiheitsbewegung, sowohl in Rojava als auch auf den Bergen Kurdistans, aber auch sieht man auch in der Türkei selbst, dass demokratisch-politische Kräfte qua Schauprozesse und Urteile, Freiheitsstrafe, dass sie in alle in Gefängnisse gesteckt werden und auch die anderen auch verfolgen, sodass sie auch das Land verlassen müssen. Also das ist die Strategie von Erdogan, insbesondere gegen die Jesiden aus dem Shingal zu vertreiben und die dort so weit unter Druck zu setzen, dass sie freiwillig ihre Heimat verlassen müssen. Das muss man sehen. Und das ist nichts anderes, aus meiner Sicht nichts anderes, als Fortsetzung des Völkermords. Das ist vom hier ist Charakter die, her, die Nachfrage her, an nicht vom Völkermord des IS zu unterscheiden. Also da sieht man keinen Unterschied. Und die Unberechenbarkeit von Erdogan liegt auf der Hand, sodass er jeden Moment eingreifen kann und auch mit den Bodentruppen vielleicht auch sogar Shingal komplett. Wie ist das vereinbar mit der Tatsache, dass in vielen Ländern, in vielen Staaten der Genozid, der Völkermord auch anerkannt wurde als solcher, dass allen bekannt ist, dass die internationale Staatengemeinschaft versagt hat vom 2. auf den 3. August 2014, dass ihnen klar ist, wer den Islamischen Staat militärisch und auch politisch und auch finanziell mit aufgebaut hat und dass denen klar ist, dass die Türkei ununterbrochen die Region angreift und gerade die Jesidinnen und Jesiden oder auch die Freiheitsbewegung Kurdistans hauptverantwortlich dafür ist, dass der Islamische Staat militärisch besiegt wurde. Wie ist das vereinbar, dass dieses Konzept um jeden Preis durchgesetzt werden soll, also sprich die Besatzung Shingals, die Entvölkerung Shingals, obwohl international alle Augen auf der einen Seite auf Shingal gerichtet waren und irgendwo auch wieder sind, und wenn es um das Thema geht, dass die Jesiden, die jesidischen Verbände einen offenen Brief verfassen, wo sie sagen, die Gefahr ist akut, dass auf einmal alle schweigen und kein Staat, der den Genozid anerkannt hat, sich bis jetzt geäußert hat zu diesen Kriegsverbrechen oder diesen Absichten der Besatzung. Wie ist das vereinbar? Ja, es sind zwei Möglichkeiten. Entweder sind sie so dilettant, dass sie nicht wissen, was da vor sich geht, beziehungsweise da abläuft,
über die Hintergründe, Ursachen und Motive, Beweggründe des IS damals mit diesem Völkermordsversuch gegen Jesiden und so weiter und die Folgen daraus, die sind darüber gar nicht informiert, wenn überhaupt oberflächlich, oder sind sie ignorant, dass sie einfach ignorieren, was da tatsächlich da dort passiert. Die wollen das nicht sehen. Dieser Widerspruch oder Paradoxie, einerseits den Völkermord anzuerkennen und auf der anderen Seite die Folgen des Völkermords oder Fortsetzung des Völkermords in Form der Fortsetzung der Angriffe der Türkei zu tolerieren oder dagegen nichts zu tun, ist unauflöslicher, unerklärlicher Widerspruch, den man vor Augen führen muss. Also deswegen ist der Appell oder die Forderung der Jesiden oder jesidischen Verbände ist legitim, richtig und wichtig, dass man auch das ernst nimmt und auch dementsprechend agiert. Weil ansonsten darf man sich nicht wundern, dass im Nachhinein Hunderttausende Menschen ihre Heimat verlassen müssen und auch ins Ausland, insbesondere ins europäische Ausland, auswandern. Deswegen ist das natürlich nicht unbedingt aus unserer Sicht, aus instrumenteller Perspektive, weil die Leute auswandern werden und das wird eine Last für Deutschland, nicht deswegen, sondern um den Fortbestand, die Existenz der Jesiden, der jesidischen Religionsgemeinschaft in deren Heimat zu wahren, sicherzustellen, muss man auch eine Strategie verfolgen, wo die Jesiden oder ähnliche Glaubensgemeinschaften oder Verbündete von Jesiden, die für Sicherheit der Jesiden sorgen oder im schlimmsten Fall, wenn die einem möglichen Völkermord ausgesetzt sind, dass diese Kräfte ihnen zu Hilfe eilen können, dass man auch diese Kräfte, diese politische Kräfte auch unterstützt. Das ist der Wunsch und natürlich auch ein Appell der Jesiden, dass die demokratischen Länder, betreffende Länder, insbesondere die Länder, die den Völkermord anerkannt haben, dass die entsprechend ihrer Verantwortung agieren und mit allen Mitteln und Möglichkeiten versuchen, die Angriffe der Türkei zu unterbinden, zu stoppen und die Türkei dermaßen unter Druck zu setzen, damit sie gegen eine Minderheit wie die Jesiden nicht so einfach feindlich minderheitsfeindliche Strategie geprägte Politik, einfachen Hass und Hetze gegen die Minderheit mit Jesiden verfolgen. Das ist sehr, sehr elementar und ganz, ganz wichtig für die Jesiden, damit diese vernichtendes politisches Verständnis verschwindet, zumindest deaktiviert wird und nicht mehr fortgesetzt wird. Also ich denke,
dass die Regierungen der Länder, in denen dieser Völkermord anerkannt worden ist, dass sie diese Möglichkeit haben. Die können nicht immer damit begründen, ja, Erdogan ist ohnehin nicht kontrollierbar, wir können gegen ihn nichts machen, der ist nicht zu bremsen. Mit solchen Argumenten einfach zu agieren, das ist erstens nicht glaubwürdig und das ist auch nicht richtig. Also deswegen. Wir möchten nochmal hier in diesem Zusammenhang. Appell oder Forderung von den Jesiden, die auch berechtigt ist, dass diese Regierungen ihrer Verantwortung oder ihrer Pflicht nach einfach agieren. Apropos Verantwortung und Verpflichtung, da möchten wir die Frage gleich auch nochmal an Nülöfer Kutsch stellen. Die Nacht vom 2. auf den 3. August 2014, es waren nur die Freiheitskämpfer der Freiheitsbewegung Kurdistans, die zu Hilfe eilten und dann im Nachhinein die Kämpferinnen und Kämpfer aus Rojava. Welche Verantwortung, also gerade du bist ja eine Vertreterin des KNRK, also des KNK, und ihr seid ja ein Bündnis aus vielen politischen Parteien, Organisationen, Verbänden etc. aus Gesamtkurdistan. Auch die kurdischen Organisationen, also sprich Parteien, Vereine, Verbände etc., haben ja eine ganz große Verantwortung, um dieses Mal, bevor es wieder zu einem Völkermord kommt, bevor es wieder zur Fortsetzung des Völkermords kommt, muss ja entsprechend agiert werden. Was sind die Pläne, was steht auf der Tagesordnung der kurdischen Organisationen? Man hat gerade in den letzten Wochen zum Jejuna Çarşambası Nisani von vielen Organisationen gelesen, die klar und deutlich gesagt haben, die Jesiden sind mit die wichtigste Gesellschaft in Gesamtkurdistan und müssen geschützt und verteidigt werden. Und dann gibt es einige Organisationen, die haben sich klar und deutlich für das Abkommen entschieden. Welche Verantwortung, welche Verpflichtung tragen die kurdischen Organisationen, Parteien, Bewegungen in Kurdistan zum Schutz der Jesiden? Und was ist der Plan? Wie können sie geschützt werden, damit sich 2014 nicht wiederholt? Also ich denke, die Jesiden brauchen nicht mehr, dass sie geschützt werden. Sie können sich selber schützen. Ich denke, sie haben es geschafft, nach 2014 ihre Wunden selber zu heilen, indem sie sich in einer neuen Form neu organisiert haben. Ob das jetzt die gemischten Räte sind, Frauenräte. Wenn du jetzt die Frauen in Schengal vor 2014 mit denen jetzt vergleichst, dann siehst du, da ist ein riesengroßer Wandel in der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, die einzige Garantie. So diese Aufklärung nach der Hinterfragung, was war geschehen, wer stand hinter diesem ganzen Massaker, dem Genozid und wie können wir uns dagegen schützen. Und dann noch die eigenen Verteidigungskräfte zu entwickeln, Yebeşe und Yejeşe. Das sind die hauptsächlichen Garantien für die Jesiden, die sie haben, und die müssen geschützt werden. Und jetzt bei der neueren Debatte geht es eigentlich darum, diesen Schutzmechanismus, den die Jesiden für sich aufgebaut haben, zu zerschlagen, um die Jesiden wieder schutzlos zu machen. Deswegen gibt es, die Türkei debattiert heftig damit, die Yebeşe und Yejeşe aufzulösen, damit sie wieder freie Bahn haben, um nochmal ein Genozid auszuführen. Von kurdischer Seite, auch wie von türkischer, ich denke, um das Bild klarer zu machen, ist, wer steht für was eigentlich sozusagen. Wenn ich das alte Wort Ideologie benutze, welche ideologische Ausrichtung haben die verschiedenen Organisationen? Da würde ich sagen, wird das Bild viel einfacher. So die einen, sprich allen voran die KDP, will die Macht haben, die Alleinherrschaft über Kurdistan, weil sie sagen, ja, wir sind die älteste Partei, 80 Jahre Erfahrung, uns gehört das Land, wir haben gekämpft, wo andere noch geschlafen haben, also wir sind der Herr Kurdistan sozusagen. Und dann gibt es die PKK so als eine neuere politische Richtung, ideologische Richtung in Kurdistan, die das totale Gegenteil von der KDP ist, sozusagen die für die Koexistenz der Religionen, der Völker, Freiheit der Frauen, Freiheit der Jugend, alle modernen
sozusagen Tugenden eigentlich vertritt. Und dann haben wir die KDP, die auf Patriarchalismus, Zentralismus, Nepotism, also Vetternwirtschaft und all das fokussiert ist. So. Und wenn einer nur auf Macht aus ist, dann wird er für die Machterhaltung alles tun. So, in dem Falle Schengen 2014 war es eindeutig, dass die KDP ihre 16.000 Peschmergas abgezogen hat. Und zwar, weil sie glaubte, weil sie ideologisch sozusagen aus der islamischen Strömung heraus der AKP wegen dem Naqshbandi-Orden nahestehen. So, da hat die ethnische Zugehörigkeit auf, sondern sie haben erstmal das Gemeinsame, was der Naqshbandi-Orden des sunnitischen Islam ist. So, das haben sie im Vordergrund gestellt, aber es ging eigentlich darum, ihre Macht zu expandieren im Schatten der Türkei. Und dann war es die PKK, die in der Auffassung ist, weil Robert Apo in seinen ganzen Büchern sagt, die Urwurzel der Kurden widerspiegelt sich heute in den Traditionen und in der Kultur der Jesiden und der alevitischen Kurden, eigentlich der Kızılbaş-Kurden. So, und diese haben noch das, was man heute noch kurdisch definieren würde, also vom philosophischen, von der philosophischen Lebensweise her, sind noch durch den Widerstand, den die Jesiden und Aleviten geführt haben, da noch erhalten. So, deswegen ist das ein Augenmerk Kurdistan sozusagen. Alles, was sich kurdisch definiert und sich selber definieren will, muss dann irgendwie sich mit Jesidis auseinandersetzen. So, das ist so dieses zentrale Thema innerhalb der PKK und auch ein zentraler Bestandteil der Bücher von Robert Apo. Die PKK hat es als ihre selbstverständliche Pflicht empfunden damals. Ich war ja in der Region zu der Zeit, die mehrmals Versuche unternommen hat, ihre Kämpfer und Kämpferinnen dahin zu schicken, was von der KDP dann immer wieder blockiert worden ist. Also ich denke, wenn es den Guerilla-Einheiten der PKK erlaubt gewesen wäre, früher da anzukommen, weil viele sind beim Antritt in Schengen mal verhaftet worden von der KDP, weil sie wussten, was kommen wird und wollten das präventieren, dass die PKK da hilft, dass die Jesiden selber ihre Verteidigungskräfte aufbauen, um sich vor einer eventuellen Gefahr in August zu schützen. Und das wurde permanent von der KDP verhindert. Dann, als dann die Katastrophe kam, waren dann die Peschmergas weg und es waren die einzigen, die jesidischen jungen Menschen mit den einigen Kämpfern der PKK, die zusammen dann Widerstand geleistet haben. Und dann hat natürlich die PKK geholfen, dass die jesidischen Kämpferinnen und Kämpfer ihre eigene Armee aufbauen. Und dann hat sie sich zurückgezogen aus Schengen sozusagen. Und ich denke, es geht, wenn man jetzt die AKP mit der KDP vergleicht, beide befinden sich in einem politischen Chaos oder in einem Engpass, weil sowohl die KDP mit ihrem Führungsstil nicht mehr ankommt. So das Kurdistan, was sie wollen, gibt es nicht mehr. Oder die Kurden und Kurdinnen, die sie wollen, existieren nicht mehr. So die Kurden sind weltoffener geworden. Sie lehnen es ab, sich irgendjemandem zu beugen, ob das jetzt kurdisch ist oder arabisch oder persisch oder türkisch. So, die wollen, wenn sie frei für Freiheit kämpfen, dann auf allen Ebenen so. Die Frauen in Kurdistan stellen jetzt einen anderen Anspruch auf Freiheit. Die Jugend, wir leben in Zeiten der Telekommunikation, der digitalen Medien, wo Informationsfluss ständig ein Bestandteil unseres Lebens ist, wo wir über verschiedene digitale Medien so den Horizont erweitern können sozusagen. Deswegen ist es nicht so, dass wir sagen, es Benni, ich füge mich dir, mein Herr, du Sultan oder du Padisha oder du Meller oder du Scheich oder du was auch immer. So, es ist eine weltoffene Gesellschaft, es ist eine politisch kritische Gesellschaft, die hinterfragt, die denkt, die handelt und sie beugt sich nicht irgendjemandem, weder ob das kurdisch ist oder Erdogan ist oder sonst jemand ist. Und damit hat sowohl die KDP Probleme mit dieser Gesellschaftsveränderung, gerade auch in Schengen zum Beispiel, ja, wo Frauen, Männer, die verschiedenen Klassen, die verschiedenen Generationen alle zusammen unter einem Dach jetzt für das Recht auf Selbstbestimmung des Jesidentum, dieser Region einsetzen. Und das macht ihnen Angst, weil sie sagen, ja, jetzt haben wir eine Gesellschaft in Schengen, die weiß, was sie will und die ist in der Lage, deswegen muss sie weg. Alles, was eigentlich nach Demokratie strebt, sieht Erdogan als ein Problem, aber auch die Basani-Familie der KDP. Das ist ein grundsätzliches Problem heute in Kurdistan.
Und ich denke jetzt anlässlich dieser neuen, und deswegen wurde ja auch vor 3 Jahren dieses Abkommen vom 9. Oktober unter der Vermittlung der UN, aber im Hintergrund wissen wir, dass die Türkei das ganze streng, die ganzen Fäden in der Hand hatte und die KDP zusammen. Und darum, da ging es nicht nur militärisch, sondern auch politisch, die Jesiden schutzlos zu machen, sondern ihr Schicksal wieder jemandem unterstellen. Dabei sagt Şengel mit den ganzen Räten, wir wollen das Recht auf Selbstbestimmung, was auch gar nicht gegen die irakische Staatsverfassung spricht. Aber den Drahtzieher dieser ganzen KDP und das türkische Regime, und das wollen sie durchsetzen. Und es geht ihnen um die Interessen, so, weil dieses Musul-Gebiet zum größten Teil auch in das Brechtinan-Gebiet, was unter der KDP steht, wozu nach KDPs Verständnis auch Şengel gehört, soll wieder unter ihre Kontrolle kommen und alle Störfaktoren, wie gerade das Şengel es für sie ist, wo die Jesiden jetzt aufblühen, sich selber organisieren in den letzten 10 Jahren und sehr vieles geschaffen haben, trotz der ganzen türkischen Drohnenangriffe, trotzdem, dass die KDP versucht, mit Geld Leute zu bestechen, um die Jesiden zu spalten. Trotz allem konnte Şengel mit ihrer neuen Neustrukturierung alles durchstehen und auch die ganzen Ermordungen von hochrangigen Politikern, jesidische Politikerinnen und Politiker und Kämpferinnen und Kämpfer und Kommandanten, das alles hat es, ist, die Rechnung mit diesen ganzen Morden ist nicht aufgegangen. Şengel ist immer mehr stärker geworden. Deswegen befürchte ich, dass dieser Krieg schlimmere Ausmaße nehmen kann, weil sie meinen, Şengel ist jetzt nicht mehr das Gebiet, was sich ihm fügen wird, ist nicht mehr das 2014. Es kann sein, dass in größeren Ausmaßen. Was macht die KDP jetzt momentan? Ist, dass sie die ganzen Straßen für die türkische Armee ausgebaut hat, damit die schnelleren Zugang zu bestimmten geostrategischen Positionen hat. Sie setzt Irak unter Druck, damit zwischen der Zentralregierung Bagdad und Şengel ständig Konflikte entstehen. Sie setzt die PUK unter Druck, die Patriotische Union Kurdistan unter Druck, weil sie auch da in der Gegend präsent ist. Und sie sagt der Türkei in ihren diplomatischen Beziehungen zur Türkei, ja, ich allein schaffe das nicht mehr, also du musst die PUK ins Boot holen und du musst den Irak ins Boot holen. Deswegen auch, dass die Türkei ständig, wenn sie redet, also Erdogan und sein Kriegsminister Hakan Fidan, dann immer mit einem Finger immer PUK, also Süleymaniye drohen und jetzt auch Irak erpressen durch diesen durch Wasserproblem, weil ihr wisst, Irak bekommt sein Wasser aus dem Tigris und der wird ja über Staudämme in Nordkurdistan durch die Türkei kontrolliert. So, das ist eine Erpressung, also das Wasser als Waffe gegen den Irak zu benutzen. Und natürlich auch jetzt sieht man, dass in den letzten Tagen gerade um Kirkuk herum und auch um Mosul wieder die IS aktiviert wird durch Erdogan. Das sind alles so die Vorbereitungen, die die Türkei jetzt umfasst. Und die KDP war dabei 2014 und sie hat in ihrer politischen Strategie nichts geändert. Sie will, dass dieses Abkommen vom 9. Oktober durchgesetzt wird, sodass die Jesiden wieder mündige Bürger werden. Nicht mündige Bürger werden, sondern Bürger, die von der KDP dann abhängig werden. Das ist so das Ziel. Ich denke, wenn man mit demokratischen Maßstäben sich die Region da vor den Augen bringt, dann gibt es dann Kräfte, die Demokratie wollen und welche, die es nicht wollen, die Demokratie als eine Gefahr sehen. Eine Frage kurz, Ali Atalan, welche oder was sollten jetzt die jesidischen Verbände, Organisationen außerhalb Kurdistans, außerhalb Şengels, hier in Europa vor allem, welche Verantwortung tragen die Organisationen, um auf diese Absichten des türkischen Staates, auf die Absichten des Iraks und auch anderer Mächte, die dort versuchen, Fuß zu fassen für ihr Kapital, für ihre Expansion? Was muss hier getan werden? Was ist von den Jesiden und den Freunden der Jesidinnen und Jesiden, was erwartet man von ihnen, damit man auf diese Absichten aufmerksam macht bzw. diese verhindert? Ja, es wäre natürlich sehr gut, wenn alle Verbände gemeinsam im Interesse von Şengel und der Jesiden dort also handeln würden, so einen gemeinsamen
gemeinsame Nenner wäre natürlich ein Schutz und Fortbestand der Existenz der Jesiden, der Religionsgemeinschaft überhaupt im Nahen Mittleren Osten. Das dürfte eigentlich auch das Ziel von allen Verbänden sein. Aber leider muss man feststellen, dass nicht alle Verbände diese Meinung teilen, beziehungsweise eine gleiche Sensibilität haben. Das macht einen natürlich richtig traurig. Es gibt einige, die aktiv sind. Das ist höchst erfreulich. Natürlich, die sind in der Pflicht, die demokratische Öffentlichkeit zu sensibilisieren, aufzuklären und die verantwortungstragende Regierungen auf Bundesebene, auf Landesebene, international, auf europäischer Ebene, dass diese Verantwortlichen auch darauf hingewiesen werden, ständig informiert werden und über die Ernsthaftigkeit der Lage dort wirklich immer aufgeklärt wird, Gespräche führen. Also es geht nicht um eine Strömung oder Wahrung der Interessen von einer Strömung, sondern es geht um die Existenz der Jesiden. Wenn die Jesiden ohne Willen, ohne Organisation, ohne Selbstverwaltung, ohne Selbstverteidigung dort alleingelassen werden würden, das käme eigentlich der Ausrottung und dem Untergang der gesamten jesidischen Gemeinschaft gleich. Manche verstehen unter Befreiung oder Vertretung der Interessen von Jesiden einfach das physische Dasein und überhaupt physische Existenz der Jesiden. Das ist nicht allein der ausschlaggebende Größe. Aus meiner Sicht, es müssen, und das wäre die Lehre aus diesem Völkermord, einzig richtige Konsequenz aus diesem Völkermord, dass die Jesiden dort einen Status bekommen. Verwaltungstechnisch, verteidigungstechnisch, politisch, gesellschaftspolitisch, ökonomisch. Also in jeder Hinsicht müssen die Jesiden Unterstützung bekommen, beziehungsweise Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe zum Selbstaufbau bekommen. Nicht von oben herab bestimmen über das Leben und Zukunft der Jesiden, sondern die Gestaltungsmöglichkeit muss die Gesellschaft bekommen. Die müssen über ihre Geschicke, über ihre Zukunft entscheiden, aber die brauchen Unterstützung. Und wenn man natürlich guckt, dass Kräfte gibt, die genau konträr zu diesem Ansatz agieren, sowohl von außen als auch von innen, leider auch von innen, das macht diese Vision, dieses Ziel, was man normalerweise verfolgen müsste, kaputt. Und wir müssen die Weltöffentlichkeit, Völkergemeinschaft, internationale Institutionen, nationale Regierungen, Parlamente und wie gesagt, demokratische Öffentlichkeit stets darüber informieren, stets darüber sensibilisieren, insbesondere die jesidischen Verbände, selbst wenn sie unterschiedlicher Auffassung sind. Shingal ist gemeinsamer Nenner für alle Jesiden. Also ist unstrittig, wenn, sage ich mal, eine politische Strömung derzeit dort mehr aktiv ist als die andere, heißt nicht, dass man sagt,
Deswegen unterstütze ich nicht. Also das wäre natürlich fatal, wenn, und das wäre auch aus meiner Sicht mit dem demokratischen Verständnis nicht kompatibel, wenn man einander nicht stärkt, ohne dass man unterschiedliche Auffassungen einfach beiseite stellt. Also man darf unterschiedliche Auffassungen haben, so tolerant und weltoffen müssen wir sein. Wir sind eine pluralistische Gesellschaft. Wir dürfen unterschiedliche Auffassungen, politische Meinungen haben und vertreten, aber letztendlich geht es um Existenz der Jesiden in Würde, in Freiheit, in Gerechtigkeit und Sicherheit. Wenn wir daran arbeiten würden, alle gemeinsam, dann werden wir es schaffen. Und das ist, wie gesagt, Pflicht und eine Möglichkeit der jesidischen Verbände, die im Ausland, insbesondere in Deutschland, organisiert sind, dass sie dementsprechend ihrer Pflicht nachkommen und arbeiten, Gespräche führen, aufklären, gegebenenfalls auch auf die Straße gehen. Das ist das Gebot der Stunde. Das ist die Pflicht von uns allen. Ich denke, die Möglichkeiten haben wir. Wir haben eine Summe von Möglichkeiten, also die leider nicht ausgeschöpft, ausgenutzt werden. Und das muss nachgeholt werden. Es bleibt leider immer auf die Schulter einiger weniger Verbände oder Vereine. Das ist viel zu wenig. Sogar manche Verbände arbeiten gegen dieses Vorhaben, gegen diese Zielsetzung oder Vision. Das ist schmerzhaft, aber ist auch eine bittere Realität von uns leider. Und wir müssen daran arbeiten, dass das wegkommt, dass der Geist des Zusammenhalts und interne Solidarität, das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist kein, also jedenfalls nicht viel verlangt von jeder Person, jeder Organisation, jedem Verband, Verein, dass man miteinander, untereinander solidarisch ist und bleibt. Und es geht, wie gesagt, nicht um eine Organisation oder einen Verband dort, sondern um überhaupt alle Jesiden, wenn der IS hat die Jesiden nicht auseinandersortiert oder differenziert, wer welcher Partei angehört oder Sympathisant, Anhänger von einer Partei ist, sondern die haben alle Jesiden versucht auszurotten, die sie gesehen haben oder getroffen haben. Deswegen muss man diese alte Denke, schon längst überholte Denke, Denkweise wirklich beiseite stellen und abschaffen. Das ist von uns allen verlangt. Wir sind alle angehalten, entsprechend dieser Zielsetzung zu handeln. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Ja, wir sind tatsächlich auch am Ende unserer heutigen Sendung. Wir werden das Thema aber natürlich weiterhin verfolgen. Wir werden weiterhin hier in unseren Sendungen das Thema Schengal und auch die Verantwortung und Verpflichtung weiter zur Sprache bringen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei der Ostkennerin und auch außenpolitische Sprecherin des Kennercare KNK, Nilüfer Kurç auf der einen Seite und auf der anderen Seite Ali Atalan, jesidische Politiker, Politologe, die uns heute sehr viel Input gegeben haben über den aktuellen Zustand, über die aktuelle Situation des Iraks und vor allem um Mahmud und Schengal. Wir werden auch weiterhin diese Themen bei uns hier thematisieren, fokussieren. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ali Atalan hat es gerade zur Sprache gebracht. Der gemeinsame Nenner der jesidischen Verbände ist vor allem Schengal. Und vor allem ist auch wichtig, was hier erwähnt werden muss, dass auch die kurdischen Verbände natürlich
in großer Verantwortung stehen. Wir sind natürlich jetzt heute am Ende unserer heutigen Sendung. Wir werden aber dieses Thema weiterhin verfolgen, für euch weiterhin Gäste dazu einladen. Nun, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die kurdischen Verbände, die kurdischen Vereine, die kurdischen Organisationen sind hier in einer ganz großen Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Einheit des kurdischen Volkes dazu führt, dass Schengal geschützt und verteidigt wird. Mahmud genauso. Auf der einen Seite sind die jesidischen Verbände dafür verantwortlich, dass die Existenz der Jesidinnen und Jesiden, dass Schengal über allem steht und dafür gesorgt wird, dass die politischen Interessen beiseite gelegt werden und dass die jesidischen Organisationen gemeinsam, gerade außerhalb ihrer Heimat, hier in Europa, vor allem in Deutschland, dafür sorgen, dass entsprechende politische Akteure, dass entsprechende politische Heran- und Vorgehensweisen durchgeführt werden, damit die Fortsetzung des Völkermords nicht weitergeführt wird. Deswegen gibt es diesen offenen Brief der jesidischen Verbände und dazu sind auch aufgerufen viele weitere Organisationen, wie Herr Ali Atalan gerade schon zur Sprache gebracht hat, die daran teilnehmen sollen, damit Schengal auf die Tagesordnung kommt, damit die Jesiden und das Jesidentum geschützt werden und dass die Fortsetzung des Völkermords nicht fortgesetzt werden kann. In diesem Sinne bedanken wir uns heute ganz herzlich für die Teilnahme der heutigen Sendung, wünschen euch weiterhin viel Kraft, viel Menschlichkeit. In diesem Sinne, Dembasch.